Der Goldpreis ist bei über 1550 Dollar, mehr oder weniger ein 7-Jahres-Hoch. Und dadurch interessieren sich die Leute natürlich auch jetzt wieder für Goldaktien. Wir schauen uns heute ein paar spezielle Minenaktien an, nämlich Aktien von Goldproduzenten, die neue große Projekte haben. Und diese Projekte sind nicht nur groß, sondern die haben auch ganz besonders niedrige Goldproduktionskosten. Und damit willkommen bei Zukunftsmärkte. Der Goldpreis geht ja gewissermaßen durch die Decke. Das gleiche gilt für Goldaktien. Die sind teilweise natürlich noch stärker gestiegen. Und das ist ja auch ganz logisch, denn je höher der Goldpreis ist, desto mehr verdienen ja die Produzenten von Gold. Und je nachdem, wie hoch die Produktionskosten sind, können da 100 Dollar oder 200 Dollar mehr beim Goldpreis enorm viel ausmachen. Und darum sagt man ja auch ganz zu Recht, Goldminenaktien sind mehr oder weniger eine Wette auf den Goldpreis mit Hebel. Das ist so die Faustregel oft und die trifft in vielen Fällen auch zu. Es gibt auch Ausnahmen. Der Goldpreis spielt natürlich eine große Rolle für jede Goldaktie, aber trotzdem hat jeder Produzent auch seine ganz eigene Geschichte, die man auch berücksichtigen muss als Anleger. Und das ist teilweise auch gar nicht so einfach. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht zu dem Thema finden, wie finde ich gute Goldaktien. Das war so ein bisschen ein Einstiegsvideo für Anleger, die sich interessieren für Minenaktien. Ich habe da natürlich nicht alles abhandeln können, aber zum Einstieg ist es ja vielleicht ganz nützlich. Goldaktien analysieren ist in der Regel nicht einfach oder bei Minenaktien allgemein. Die können alle schon ihre Tücken haben. Und ich persönlich, wenn ich mir eine Einzelaktie anschaue aus dem Bereich, dann brauche ich dafür auch immer relativ lang. Aber man kommt trotzdem meiner Meinung nach nicht drum herum, dass man solche Werte immer unter möglichst vielen Aspekten betrachtet. Das ist wirklich notwendig in der Regel. Und was ich mir heute mal vorgenommen habe, das ist ein Ranking, das wurde veröffentlicht von dem Portal Mining.com und da geht es um neue Goldprojekte, die gerade erschlossen werden. Und zwar die, die die niedrigsten Förderkosten versprechen, wenn sie mal in Betrieb sind. Und es geht da bei diesen Werten um eine Spanne bei den Förderkosten so zwischen 200 und 600 Dollar pro Unze. Und das ist dann, wenn man einen Goldpreis hat von über 1500 Dollar pro Unze, so wie es momentan ist, dann ist das natürlich eine ganze Menge und das ist auch eine Liste, die eben wirklich die Fantasie beflügelt, weil wir damit natürlich Anhaltspunkte bekommen mit so einem Ranking, welche Gesellschaften in Zukunft möglicherweise eben sehr, sehr lukrative Minen haben könnten. Und von diesen 10 Projekten, die Mining.com vorgestellt hat, da bin ich die 6 günstigsten durchgegangen, abzüglich von 2 Projekten. Eins gehört einem Unternehmen, das nicht börsennotiert ist, und das andere Unternehmen, das wird gerade von einem chinesischen Minenkonzern übernommen. Das ist jetzt also auch nicht mehr so interessant, die Gesellschaft. Aber die anderen 6 günstigsten Projekte, die gehen wir jetzt mal durch. Und damit wir da ein bisschen ins Detail gehen können, auch bei den Einzelaktien, da bespreche ich eben jetzt nur 3 von diesen Projekten hier im Video. Und die anderen 3 bringe ich dann nächste Woche im Zukunftsmärkte-Report. Ein Zukunftsmärkte-Report, den kriegen Sie auch ganz unkompliziert. Dafür tragen Sie sich einfach einmal ein auf www.zukunfts-märkte.de. Die Reports von uns, die kriegen Sie auch regelmäßig, die sind natürlich auch gratis und das sind also einfach zusätzliche Analysen für Sie als Anleger, die Sie nichts kosten. Und der Anmeldelink ist hier auch gleich nochmal unter dem Beitrag. Also, fangen wir an mit den Top-Projekten. Platz 6, das ist das Projekt Camino Rojo oder Rojo in Mexiko. Der Eigentümer ist Orla Mining, das ist der Aktienkurs hier von Orla Mining in kanadischen Dollar.
Orla Mining ist ein Explorer-Unternehmen aus Kanada und es hat zwei Projekte, nämlich Camino Rojo und dann noch ein zweites kleineres in Panama. Das heißt, es wird bei Orla Mining noch nichts produziert. Wir sind ja noch im Frühstadium. Aber es kann ja möglicherweise bedeuten, dass da jetzt noch Kurspotenzial da ist. Bis jetzt hat sich die Aktie gut entwickelt, was aber sicherlich auch mit dem Goldpreis zu tun hat. Was haben wir hier vor uns? Das ist Camino Rojo. Das ist ein Areal von 200.000 Hektar. Die Förderrechte hat Orla Mining gekauft von Goldcorp. Goldcorp ist ein großer Goldkonzern. Der hat vor ein paar Jahren sein Portfolio bereinigt und untersucht worden von diesem Areal. Ist bis jetzt nur ein kleiner Abschnitt. Aber das, was man da untersucht hat, das sieht schon ganz gut aus. Also wir haben jetzt in diesem kleinen Abschnitt gesicherte Reserven von 1 Million Unzen. Ressourcenschätzung ist sogar bei 10 Millionen Unzen. Und da soll jetzt erstmal eine Tagebaumine kommen, die hätte dann eine Lebensdauer von 7 Jahren bei einer Durchschnittsproduktion von 97.000 Unzen pro Jahr und bei Durchschnittskosten von 567 Dollar pro Unze. Alles inklusive die Kosten. Und das heißt, wenn der Goldpreis so bleibt wie jetzt, dann wäre das theoretisch eine Marge von 1.000 Dollar pro Unze, die das Unternehmen da macht, wenn es das Gold zu den Kosten abbaut. Das hier ist der Kapitalwert der Mine, hier in der Mitte, NPV, ist berechnet worden mit unterschiedlichen Goldpreisen. Das Basisszenario war hier bei einem Goldpreis von 1250 Dollar. In dem Fall ist die Mine 142 Millionen Dollar wert. Zurzeit sind wir aber natürlich eher bei einem Goldpreis von 1550 Dollar. Und wenn das so bleiben würde im Durchschnitt über die Minenlebensdauer hinweg, dann liegt der Minenwert bei 239 Millionen Dollar, also fast 100 Millionen Dollar mehr. Ist natürlich auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie stark sich da der Goldpreis eben auswirkt auf den Ertrag, der zu erwarten ist und damit eben auch auf den Minenwert. Und die Rendite von dem Minenprojekt, der interne Zinsfuß, der würde momentan liegen bei 41,8%. Das ist auch ein sagenhaft hoher Wert und der zeigt uns, dass die Mine wahrscheinlich sehr lukrativ sein könnte. Wir haben also die geologischen Studien, es gibt die Planung. Was es außerdem noch gibt seit einem Monat, das ist eine Kreditlinie von 125 Millionen Dollar. Das ist ja auch sehr wichtig, wenn man sowas aufbauen will. Die deckt auch die ganzen Anlaufkosten ab im Großen und Ganzen. Also hat Orla Mining eigentlich schon einiges erreicht. Und wir haben ja außerdem noch das Projekt in Panama dabei und das hätte jetzt momentan auch noch mal einen Minenwert von 180 Millionen Dollar zusätzlich. Aber wir haben auch schon einen Börsenwert von 280 Millionen Dollar. Und außerdem stehen da noch Optionen und Wandlungsrechte aus. Und wenn die alle umgewandelt werden, dann hätten wir 250 Millionen Aktien. Und dadurch hätten wir dann am Ende einen Börsenwert momentan von 370 Millionen Dollar, US-Dollar umgerechnet. Die beiden Minen zusammen sind 420 Millionen Dollar wert. Und das beim aktuellen Goldpreis, der ja auch fallen könnte zwischenzeitlich. Dann haben wir noch Nettoschulden von 14 Millionen Dollar, die wir abziehen müssen. Also, und dann gibt es die Kreditlinie, haben wir ja schon gesagt. Da werden im Laufe der Jahre Zinsen bezahlt werden müssen. Das heißt insgesamt, wenn der Wert von den beiden Minen momentan bei 420 Millionen Dollar liegt, dann sind wir jetzt nur noch 30 bis 40 Millionen Dollar davon weg vom Börsenwert her. Und einen gewissen Abschlag hat man ja bei solchen Projekten immer, weil ja auch immer irgendwas noch schief gehen kann. Und darum könnte man auch fast sagen, Orla Mining ist im Grunde schon fair bewertet. Es darf bei der Bewertung, die wir jetzt haben, eigentlich auch nichts mehr verrutschen. Also weder vom Goldpreis her noch sonst irgendwo. So wie es jetzt ist, sind die beiden Minen so gut wie eingepreist.
Was noch nicht eingepreist ist, das wäre jetzt das Explorationspotenzial, also das ganze übrige Gelände, von dem wir gesprochen haben. Das ist ja auch groß, das ist noch nicht so untersucht worden. Das kann interessant sein, wenn man langfristig denkt, das ist aber noch weit weg. Und auch das muss dann erschlossen werden und irgendwann auch mal finanziert werden. Mit anderen Worten, es ist langfristig noch gewisse Fantasie da bei Orla Mining, wenn man Vertrauen hat in das Unternehmen. Ich finde, das Unternehmen ist im Grunde vertrauenswürdig, es macht einen guten Eindruck, es hat schon viel erreicht, hat viel ganz gut gemacht, aber es ist eben einfach schon relativ viel im Kurs auch vorweggenommen. Und darum würde ich sagen, in dem Fall, diese Aktie ist vielleicht allenfalls noch ein spekulativer Kauf momentan, wo man sich vielleicht ein paar Stücke kauft und das dann weiter beobachtet oder wo man auf Rücksetzer wartet, jetzt vielleicht auch. Wie auch immer, ist jetzt vielleicht ein bisschen schade, aber ich denke trotzdem, man muss so rangehen an solche Aktien. Das kann immer alles noch so gut aussehen, aber man muss es trotzdem immer hinterfragen. Beim nächsten Projekt, da ist die Situation ganz anders. Da geht es um Centerra Gold und um das Projekt Öksüt in der Türkei. Ich glaube zumindest, dass man es so ausspricht. Öksüt. Öksüt hat Goldreserven von 1,3 Millionen Unzen und die Minenlebensdauer liegt bei 8 Jahren. Und die Durchschnittskosten, alles inklusive, bei $490 pro Unze. Also auch hier sehr niedrige Kosten. Die Erschließungskosten liegen bei $200 Millionen. Aber der große Unterschied ist, dass das schon bezahlt ist. Die Mine ist eigentlich fertig und die Produktion beginnt jetzt irgendwann im Januar, also jetzt in den nächsten Tagen. Bei Centerra Gold ist sowieso vieles anders als jetzt bei Orla Mining zum Beispiel. Centerra ist schon jetzt ein großer Goldproduzent und Öksüt kommt da eben noch oben drauf. Öksüt wird aber die Durchschnittskosten bei Centerra nochmal deutlich senken. Centerra hat momentan schon zwei Minen, die sehr groß sind. Das ist einmal Kumtor in Kirgisistan und Mount Milligan in Kanada. Bei beiden hat es Probleme gegeben in den letzten Jahren. Also bei Kumtor, da hat man sich mit Kirgisistan jahrelang gestritten, wer was kriegt, wem was gehört mit der Regierung da. Das ist jetzt aber vorbei, Gott sei Dank. Und Kumtor ist eine hochertragreiche Mine mit einer Produktion von 530 Millionen Unzen pro Jahr und die Kosten sind unter $700 je Unze. Dann Mount Milligan, das ist eine große Gold- und Kupfermine. Das war ein Schnäppchenkauf, den die da getätigt haben. Die wurde eigentlich aufgebaut von Thompson Creek Metals, aber die sind unter den Kosten mehr oder weniger zusammengebrochen und Centerra hat die damals 2016 dann übernommen. Ziemlich günstig, meiner Meinung nach. Mount Milligan könnte nicht ganz so groß sein, wie man dachte ursprünglich. Also es gibt jetzt zurzeit eine neue Studie und da kann es auch sein, dass die Reserveschätzung runtergesetzt wird. Der Minenwert ist jetzt auch abgeschrieben worden im letzten Quartal um $230 Millionen. Aber es geht auch hier immer noch um eine große Mine mit einer Jahresproduktion von mindestens 150.000 Unzen und das über viele, viele Jahre hinweg. Und Öksüt kommt dann eben zu diesen beiden Minen in Zukunft noch oben drauf. Und dann gibt es noch ein weiteres Projekt, das Centerra hat, nämlich Kemess in Kanada. Da sollen dann die Kosten sogar nur noch bei $244 pro Unze liegen, also noch niedriger. Aber das dauert noch etliche Jahre, bis das mal spruchreif ist und an den Start geht. Das ist die Aktienkurs von Centerra Gold in kanadischen Dollar, 5 Jahre. Es ist eine Aktie, die verfolge ich schon seit vielen Jahren. Es gab da immer wieder eben Dinge, die die Anleger verunsichert haben. Wie erwähnt, verunsichert waren die Anleger natürlich auch zu Recht. Aber trotzdem, Centerra Gold ist unterm Strich ein Goldkonzern, der gut dasteht, meiner Meinung nach. Hohe Cashflows, ein sehr gutes Portfolio. Centerra erzielt Gewinne. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aber bei unter 11 und das ist für so einen großen Goldkonzern im Grunde nicht besonders viel momentan in dem Umfeld. Wir sind auch noch leicht über Buchwert. Das KBV ist bei 1,1. Die Kosten sind okay, die liegen so bei 710 bis 750
$40 pro Unze im Unternehmensdurchschnitt und die werden durch Öxit, wie gesagt, wahrscheinlich weiter fallen die nächsten Jahre. Und darum halte ich die Aktie eigentlich für unterbewertet. Es ist jetzt auch keine super konservative Aktie. Welche Goldaktie ist auch schon konservativ? Aber wenn man aufs Portfolio schaut und auf die Cashflows und auf die Bewertung, dann würde ich doch sagen, wer Gold positiv sieht, der hat hier noch eine relativ solide Goldaktie, wo er günstig einsteigen kann. So, und jetzt noch das dritte Projekt, Horn 5 von Falco Resources. Das ist in Kanada auf einem Gelände, wo schon lang Gold, Silber, Kupfer und so weiter abgebaut werden. Das links ist die alte Mine, die war in Betrieb von 1927 bis 1976, dann ist sie stillgelegt worden. Das war aber auch ganz anders vom Goldpreisumfeld her natürlich damals. Und rechts sehen wir dann, wie das in Zukunft mal aussehen soll. Es geht um fast 70.000 Hektar Land. Die Daten liegen vor. Die sind auch sehr gut. Wir sprechen von 6 Millionen Unzen Gold und Goldäquivalent. Eine mögliche Jahresproduktion von 220.000 Unzen nur beim Gold, dann zusätzlich noch Silber und so weiter. Und eine Minenlebensdauer von 15 Jahren. Und die Durchschnittskosten auch hier nur so bei $495 pro Unze. Also auch das sehr günstig. Und trotzdem, die Aktie von Falco Resources, die ist die letzten Jahre abgerutscht, hat also vom Goldpreisanstieg überhaupt nicht profitiert, sondern die hat sich in den letzten 2 Jahren mehr als halbiert. Und dadurch liegt der Börsenwert jetzt auch nur noch ungefähr umgerechnet bei $50 Millionen. Für jemanden, der so ein Projekt hat, ist das eigentlich nichts. Aber man erkennt schnell, warum das so ist. Die Kosten für die Inbetriebnahme, die werden bei $800 Millionen liegen. Und Falco Resources hat momentan weniger als $1 Million kanadische Dollar Barmittel. Das sind 800.000 US-Dollar. Und die bringen ihnen natürlich momentan überhaupt nichts, wenn sie das umsetzen wollen. Und das ist die Planung, wie man das Ganze dann trotzdem finanzieren will. Es hat also ein Streaming-Abkommen gegeben mit Osisko Gold. Das bringt $180 Millionen kanadische Dollar. Das hat man wirklich auch abgeschlossen. Dann soll natürlich ziemlich viel Fremdkapital reinkommen, aber dann ganz unten eben auch Eigenkapital. Das ist unvermeidlich. Und da ist jetzt die Rede von $500 Millionen kanadischen Dollar, die eingesammelt werden sollen. Das heißt, es kommt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich eine Kapitalerhöhung. Und da müsste sich die Zahl von den Aktien mindestens verachtfachen. Die Aktionäre, die Altaktionäre, die werden also massiv verwässert und davor hat man jetzt natürlich Angst. Man weiß ja nicht, wie der Markt das aufnimmt, man weiß auch nicht, ob er das überhaupt aufnimmt oder ob das Ganze dann auch floppt. Und es ist eben sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Aktie so eine Kapitalerhöhung jetzt nicht ohne weiteres verkraften wird. Und damit ist im Grunde schon viel gesagt. Also ich bin überzeugt davon, dass es das Projekt an sich weitergeben wird. Horn 5 ist spannend. Vielleicht wird es ja auch verkauft, vielleicht wird Falco Resources auch übernommen, das kann alles sein. Aber wie es mit der Aktie weitergeht, das ist eben sehr ungewiss, würde ich sagen. Da kann eben viel passieren und das kann für die Aktionäre auch relativ böse enden. Also die Story ist interessant. Man kann die Aktie, würde ich sagen, jetzt auch auf seine Watchlist tun, beobachten, wie das weitergeht, die Kapitalerhöhung abwarten, vielleicht dann sich's nochmal anschauen. Investieren würde ich da aber momentan nicht, weil das Risiko ist zurzeit doch relativ hoch und es ist eben leider auch oft so, manche Gesellschaften, die haben wirklich schillernde, tolle Projekte mit tollen Kennzahlen auch, aber keiner weiß, wie es gestemmt werden soll und zum Schluss geht die Firma dann doch unter. Und das ist im Rohstoffsektor eben leider auch schon sehr oft so passiert. Und darum muss man, wie gesagt, kritisch sein, wenn man sich Goldaktien anschaut. Auf der anderen Seite, es gibt sehr gute Minen, es gibt auch sehr gute Projekte und darum findet man eben dann doch auch immer wieder gute Goldaktien, die auch wirklich Potenzial haben.
Die nächsten drei Aktien mit spannenden Goldprojekten, wie gesagt, nächste Woche im Zukunftsmärkte-Report. Also noch schnell anmelden beim Zukunftsmärkte-Report, falls Sie es noch nicht gemacht haben. Eine davon, ein Projekt davon, das ist eine Mine mit einer Lebensdauer von 23 Jahren und Durchschnittskosten von 215 $ pro Unze. Also unglaublich wenig. Und wir sagen Ihnen dann auch in unserem Report, wie wir das einordnen würden. Der Anmeldelink für die Reports, wie gesagt, hier auch nochmal unter dem Beitrag. Alles Gute Ihnen und herzlichen Dank wie immer fürs Zuschauen.